Hallo, hier ist wieder Thor Alexander und Mario. Und wir stellen heute CoinMarketCap vor und erzählen auch ein bisschen ganz wenig über CryptoCompare. Mario, leg mal los. Genau. Wir haben uns ja schon CoinGecko angeschaut. Jetzt gehen wir noch zum Marktführer CoinMarketCap. Auch hier fangen wir von vorne an, von oben www.coinmarketcap.com. Da kommt er hin und auch das ist eine sozusagen eine Crypto-Asset-Vergleichs- und Informationsseite. Hier sehen wir allerdings, die haben schon mal mehr Assets gelistet. Wir klicken mal ganz kurz zu CoinGecko zurück. Hier ist also bei CoinMarketCap haben wir 8.861 Krypto-Währungen und hier haben wir nur 6.488. Gehen wir auf CryptoCompare. Du hast den dritten Reiter. Hier im dritten Reiter haben wir CryptoCompare. Haben wir da eine Liste? Coinlist? Nee, Coinlist. Haben wir natürlich, hier fehlen die Informationen sozusagen. Also da wissen wir leider, weiß ich jetzt gerade nicht, wie viele drauf sind. Das müsste ich jetzt mal. Ist jetzt nicht so wichtig, aber wir sehen alle drei Homepages werden in den USA gehostet. Wir haben da so ein amerikanisches Fähnchen oben in der Adresszeile drin. Genau. Gut. Wir gehen zurück. Genau, und auch hier gibt es mehr Märkte. Das haben wir ja im CoinGecko-Video schon gesagt. Märkte sind ja mehr als Börsen. Das sind ja, Währungspaare. Die Währungspaare über die Börsen. Wir haben auch hier die Marktkapitalisierung. Wir haben es ja hier in Dollar. Das Gleiche, was wir bei CoinGecko haben, haben wir natürlich auch hier. Wir können jetzt hier mehrere Währungen angeben. Und wir sind ja in Europa, also holen wir uns hier wieder den Euro. Hier haben wir das Pound Sterling. Wir können es uns in Bitcoin, Ethereum oder alle möglichen anderen Fiat-Currencies oder Fiat-Währungen, die es auf der Erde gibt. Wir lassen es uns jetzt mal in Euro anzeigen, damit wir die Marktkapitalisierung auch ordentlich sehen. Hier haben wir immer noch die Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen. Und hier auch wieder das 24. Handelsvolumen, wieder die Bitcoin-Dominanz und die Ethereum-Dominanz. Und auch hier. Kannst du das mal ein bisschen größer machen? Ach so, ja, na klar. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Geht das so besser zu sehen? Also die Marktkapitalisierung ist eher knapp 1,5 Billionen, aber ja, ja, genau. Ich zähle jetzt immer nur die vollen und ich runde. Genau, genau. Auch hier Bitcoin-Dominanz, Ethereum-Dominanz und auch hier die Ethereum-Transaktionsgebühren und wieder nicht die Bitcoin-Transaktionsgebühren. Ja, wahrscheinlich ist das der gleiche, der immer die Daten ausrollt, habe ich so den Verdacht. Naja, und wir stellen es mal noch auf Deutsch auch um hier. So, haben wir es alles auf Deutsch. Gibt auch sehr wieder gut. Den Schlafmodus, sehe ich da oben rechts. Genau, wir haben ja auch wieder den, weil es ist jetzt schon langsam spät. Ich schalte den mal. Nee, lass mal lieber auf weiß, damit man den Unterschied besser sehen. Da haben wir einen Unterschied wie Tag und Nacht sozusagen. Okay, wir haben auch, also gehen wir gleich mal wieder hier runter in die Asset-Liste. Auch hier haben wir die Top 100 Kryptowährungen. Hier nennen sie es nach Börsenwert. Das ist wieder die Marktkapitalisierung, nachdem sie hier die Top 100, wenn man auf CoinMarketCap klickt, einem geben. Auch hier haben sie Bitcoin als den Meister oben, Ethereum, Cardano. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal wieder auf CoinGecko und auch auf Coin, wie hieß das? CryptoCompare. Genau, auf CryptoCompare switchen. Denn, das ist uns aufgefallen, die nehmen ihre Datenbasen, haben die natürlich immer anders. CoinMarketCap hat natürlich mehr Märkte und wahrscheinlich auch mehr Börsen gelistet und die haben natürlich einen anderen Preis. Wir gucken mal, wir haben hier von 1 bis 5 Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin und Tether. Schauen wir doch mal, wie es bei CoinGecko aussieht. Bitcoin, Ethereum, aha, Binance Chain, Cardano und Tether. Also hier haben wir schon eine Änderung, dritter, vierter Platz zu vierter, dritter Platz bei CoinMarketCap. Und noch wilder wird es bei CryptoCompare. Da haben wir den Basic Attention Token plötzlich auf Platz 4 und den Chili's Token auf Platz 5. Und Binance Coin kommt dann erst auf Platz 7. Ich kann mir hier nur vorstellen, dass die im Umlauf befindlichen Token jeweils anders berechnen. Also zum einen CryptoCompare hier die im Umlauf befindlichen Chili's und Basic Attention Tokens anders berechnen als, oder die nehmen noch Börsen aus, das gab es in 2017, 2018,
dass wenn man asiatische oder chinesische Börsen mit reinnimmt, auf denen sind irgendwie plötzlich die Preise immer so hoch gestiegen oder auch koreanische Börsen, die wurden irgendwann rausgenommen aus der Wichtung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie CryptoCompare das berechnet. Auf jeden Fall gibt es ja, da stimmt, Abweichungen. Ja, CoinMarketCap hat mal ein paar Sachen gekickt, ja. Genau. Aber hier sieht man Tether auf Platz 13, ne? Tether auf Platz 13. Also, ich bin da jetzt noch nicht tiefer zurück mit reingegangen. Kann ja auch sein, dass die hier wieder, wir haben ja vorhin gesehen, Tether gibt es ja auf, haben wir bei CoinGecko gesehen, Tether gibt es ja auf verschiedenen Chains. Dass, was sind Chains? Die nicht jede, also auf verschiedenen Blockchain Umwelten sozusagen. Ökosystem, ja. Ökosystem, ja. Auf verschiedenen Ökosystemen des Tether. Kann ja sein, dass die hier ein Ökosystem nicht mit reingenommen haben. Hm. Ja. Also Tether gibt es auf alle Fälle auf Ethereum und ursprünglich gab es die auch auf Bitcoin. Und jetzt sehen wir aber auch BUSD, das ist halt auch ein entsprechender Stablecoin, so ein IOU-Token, wie ich immer sage, auf der Binance-Blockchain. Und dann gibt es noch einen weiteren mit USDC, aber der ist weiter unten wahrscheinlich. Der kommt irgendwo hier weiter unten, genau. Weiß NEM haben wir da auch auf Platz 30. Ja, das ich ja im letzten Video auch mal erwähnt. Ja. Na gut, gehen wir zurück. Wir gehen hier erstmal wieder hoch und wir gehen zurück auf CoinMarketCap. Auch hier gucken wir mal ganz kurz in Bitcoin rein, was für Informationen wir da haben. Alles ein bisschen anders aufgebaut. Mir gefiel das CoinMarketCap von vor 3 Jahren besser, muss ich sagen. Das ist mir alles irgendwie, ist mir ein bisschen unübersichtlich. Aber das gibt, jeder hat so seine Vorlieben. Auch hier sehen wir sozusagen Rang 1, es ist ein Coin. Wir können das zu unserer Watchlist dazu machen. Ich denke, das geht dann wieder auf das Portfolio hier oben. Wir haben hier wieder die Website. Nicht zu verwechseln mit bitcoin.com. Es ist die bitcoin.org ist die richtige Seite. Von wem ist bitcoin.com? Von einem der größten Betrüger in der Bitcoin-Umwelt, von, wenn ich mich recht entsinne, von dem Herrn Wright, der sich als Craig Wright, oder? Der sich als, als der ich echte. Ich glaube, das ist Roger Ver. Ach, Roger Ver. Roger Ver hat bitcoin.com und das ist der Mann hinter Bitcoin Cash. Ja, okay. Ach, stimmt. Der Roger Ver ist der ersten Bitcoiner mit und der hat in den USA mal auch in der Anfangszeit von Bitcoins große Plakate aufgestellt, dass man über Bitcoin-Blockchain kostenlose Transaktionen machen kann. Der war, glaube ich, auch der in Entwicklungsländer damals geflogen ist und den Leuten Wallets aufs Handy installiert hat und auch kostenlos Bitcoin verteilt hat. Da nehme ich das jetzt natürlich zurück. Ich dachte, es sei der Craig Wright gewesen. Ja, der Fake-Toshi, ja. Der Fake-Toshi, genau. Aber es war Roger Ver. Das ist natürlich kein Betrüger. Aber Bitcoin Cash ist eine ganz eigene Geschichte. Bitcoin.org ist diejenige, welche Seite. Auch hier haben wir die Explorer, die wir vorhin schon angesprochen haben. Also sprich, wir können auch hier sozusagen in die Bitcoin-Blockchain reingucken mit diesen verschiedenen Seiten, in die Wallets reingucken und auch Transaktionen uns angucken. Blockchain.com zum Beispiel, was du gelistet hast, ist recht gut, weil über Blockchain.com, wenn ich jetzt irgendeine Transaktion habe, kann ich mir ein PDF-Dokument ausdrucken, was ich jetzt beispielsweise bei mir in die Buchhaltung mit abheften könnte. Ah ja, okay. Das fand ich halt auch ein recht gutes Feature von denen, weil wenn du jetzt Kryptos bei dir in einer Firma mit drin hast, brauchst du irgendeinen Papierbeleg. Ah ja, sehr gut. Und jetzt von Blockchain.com was auszudrucken, das ist ein bisschen arg kryptisch. Das stimmt. Bietet aber auch die eine meiner favorisierten Hardware-Wallets mit an. Da kannst du aus der Oberfläche wird zu Blockchain gesprungen, zu der Transaktion und du kannst dir gleich das PDF erzeugen. Mhm. Verrätst du uns, was dein Lieblings-Hardware-Wallet ist? Eine von denen, SecuX. Das ist eine taiwanesische Hardware-Wallet-Anbieter, die eine Firma in Deutschland haben und die sind schon eingeführt, zollfrei quasi und du hast halt auch deutsche Ansprechpartner. Und ich finde die Wallet richtig besser als Ledger. Ledger finde ich einer der schlechtesten mit. Und Tresor, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch stark enttäuscht. Ist zwar sicherheitstechnisch ganz gut, aber
von der Bedienung her, naja, gibt es bessere und komfortablere Wallets oder Hardware-Wallets aus dem asiatischen Raum. Okay. Muss ich mir, auch mal zu Gemüte führen. Denke ich mal, ein eigener Podcast. Da werden wir vielleicht auch nochmal hier und da was vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gucken wir nochmal ganz kurz in den Reiter Community und Gemeinschaft. Haben wir den Bitcoin Talk, das Bitcoin Talk Forum. Also was also bei anderen unter sozialen Netzwerken, Social Media, wie du immer so schön sagst, läuft, ist da oben. Genau. Ja. Und dann haben wir hier nochmal den... Ist auch die richtige Übersetzung von Community. Ja. Optimal. Hier haben sie also gute Übersetzer da bei CoinMarketCap. Mhm. Können sie sich ja leisten, nachdem sie anscheinend nachdem sie von Binance gekauft wurden. Genau. Wir haben hier auch wieder den Source Code, was am Ende, also sprich den Quellcode von Bitcoin, was am Ende eine Verlinkung zu GitHub ist, haben wir uns auch bei dem CoinGecko-Video schon angeschaut. Und auch hier nochmal eine Verlinkung, aber auch zum White Paper, was ich immer noch nicht gelesen habe. Also da Ärger, ich nehme mir das schon lange vor. Hast du das Bitcoin White Paper gelesen? Doch? Ja, natürlich, klar. Du kannst es übrigens auch auf bitcoin.de, gibt es das Bitcoin White Paper auf Deutsch. Okay, das ist gut, das ist gut. Wenn es mal Wörter gibt, da gibt es bestimmt Wörter, die ich nicht verstehe. Ja, nee, das Bitcoin White Paper ist recht übersichtlich in 9 Seiten. dabei Stichworte steht dahinter alle Anzeigen. Also da haben wir jetzt MyNable, Proof of Work, SHA-256, das ist der Verschlüsselungsgeschichte und Store of Value haben wir da noch. Was haben wir noch? Free Arrow Capital Portfolio, aha, interessant. Und Polychain Capital Portfolio, was ist denn das? Also sprich heißt das sind Hedgefonds, würde ich die nennen, die Bitcoin im Maß halten, Portfolio, ne? Drin haben. Genau. Mhm. Three Arrows Capital ist, dem Besitzer kann man auch folgen auf der ist auch ein schlauer Kopf und Polychain. Also es zeigt an, wer welche großen Leute. Hier müsste ja dann normalerweise auch MicroStrategies und Tesla und so weiter stehen, wenn sie das schon so führen. Aber wer weiß, habe ich so noch nicht gesehen. Ist also ein Store of Value, hat auch State Channel und es ist mineable. Übers Mining hast du ja, also man kann es minen. Übers Mining hast du ja auch schon geredet im dritten Podcast. Ist es also eine Proof of Work Blockchain. Genau, sehr gut. Gut. Genau, und ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues hier bei CoinMarketCap. Das Einzige, da müssen wir mal ein bisschen nach unten scrollen. Wir haben auch hier wieder die historischen Daten. Wir haben den Markt, wir haben den Überblick, wir haben hier das Log-Chart, was wir uns ändern können. Wir haben hier, jetzt muss ich das mal kurz zur Seite machen hier. Hatten wir bei den anderen auch Volumen mit angezeigt? Da unten sehe ich ja, nämlich. Ja, natürlich. Ja, ne? Natürlich. Das Standard. Handelsvolumen hat man auch. Das sind Standardangaben. Hier kann man das Rad nicht neu erfinden an der Stelle. Ich fühle mich gut, was Bitcoin angeht. Ach, schau mal an, hier ist schon eine schlechtere Bewertung. Was hier anders ist, wir haben hier natürlich auch unten die Märkte und ich muss mal weiter runterscrollen. Hier haben wir die Neuigkeiten, das gab es bei CoinGecko nicht, Bitcoin-Neuigkeiten. Also sprich, das, was CoinGecko bei ihrem Newsfeed da drin hatte, haben sie hier, hat CoinMarketCap hier zu jeder Währung anscheinend für jeden noch Asset, mal extra. Für jedes Asset nochmal extra. Aber am Ende der Seite allerdings. Ich habe noch nie so weit runtergescrollt. Und hier wie bei Amazon, Leute, die Bitcoin kauften auch oder beobachteten auch Dogecoin. Die Algorithmen sind am Arbeiten. Also. Mhm. Genau. Aha, Visa. Interessant. Eine Stunde alt von NewsBTC. Visa wird also Bitcoin-Käufe unterstützen, sagt der CEO von Visa. Oder du gehst nach rechts oben, Morgan Stanley bietet Bitcoin-Zugang seinen Klienten über 3 Fonds an. Das ist, also haltet euch an euren Bitcoins fest, lasst sie euch nicht von den Großen aus der Tasche kaufen. Und wenn dann nur für Millionenbeträge. So ist es. Der echte Wert von Bitcoin wurde noch nicht gefunden in meinen Augen. Richtig, wir sind noch auf der Suche. Wir sind noch oft in der Preisfindungsphase. Ich scroll mal wieder hoch, Tor. Da haben wir nämlich die Seite eigentlich schon durchgekauft. Lass uns noch mal kurz bei Ethereum reingucken und dann noch mal vielleicht bei einem Token.
Wir gucken noch mal ganz kurz zu Ethereum. Hier, selbst die zeigen uns an, das Berlin-Upgrade wird beim Block so und so. Das haben wir ja auch schon beim Bitcoin vorhin, beim Bitcoin-Halving. Es wird nie in echten Daten gearbeitet, sondern es wird immer in Blöcken gearbeitet. So auch bei Ethereum wieder. Man kann hier dann nachlesen, ist der Ethereum-Block hinterlegt, was das Berlin-Upgrade bringt. Meiner Meinung nach, also es waren jetzt nicht so große Auswirkungen, wie das London-Upgrade bringen wird. Das wird groß. Das wird großes Update. Ethereum haben wir hier auch wieder ethereum.org. Wir haben hier wieder die Block Explorer, die es uns anzeigt. Etherscan kann ich da sehr empfehlen. Die anderen kenne ich nicht so. Ich komme mit Etherscan sehr gut. Klar, da haben wir, da kann man in alle Wallets reingucken. Da kann man sich jede Transaktion angucken. Das könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann ein Video machen, um Etherscan ein bisschen vorzustellen. Gerne, gerne. Auch hier haben wir Community und Gemeinschaft, haben wir wieder das Bitcoin-Talk-Forum. Das ist das wichtigste Forum eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so wichtig ist. Es war auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr wichtig, um mal neue Projekte vorzustellen. Ich glaube, das hat ein bisschen an Wichtigkeit verloren, könnte sein. Aber Ethereum wurde, glaube ich, dort als erstes mit vorgestellt, wenn ich mich... Also beziehungsweise da konnten Entwickler hingehen und ihre Projekte vorstellen. Oder konnten, ja, ja, der... Ich glaube, Vitalik hatte ja auf seiner Webseite überhaupt nichts veröffentlicht und hatte nur... Ja. Wollte Geld haben von mir, Bitcoin, und hat aber nicht geschrieben, was er damit macht. Und ich glaube, geschrieben hat er es auf Bitcoin Talk, aber war halt auf seiner Homepage nicht verlinkt. So, scrollen wir nach unten. Was haben wir da? Aber noch? Hier nochmal ganz kurz sehen wir, also es zeigt auch hier die Ethereum, den Ethereum Contract nochmal an. Da steht aber Binance Smart Coin. Genau, da haben wir die Binance Smart Chain. Da haben wir sozusagen Ethereum auf das Binance Smart Chain. Ich habe es nicht ganz so verstanden, aber natürlich ein von Binance geführtes Unternehmen muss sowas natürlich anzeigen. Binance muss mit vorne dazukommen. Mhm. Nicht vergessen, CoinMarketCap gehört Binance. Aber auch hier Stichworte, es ist ein Proof-of-Work-Coin. Wir gucken mal ganz kurz, wir können es ja angucken. Was war denn... Guck nochmal in die Schlagwörter rein. In die Schlagwörter. Ein Proof-of-Work-Konsensus, ist es auch mineable... CoinPace Venture Portfolio, Free. Und hier haben wir wieder das. Und ja, das waren bei den anderen auch und Plattformen. Genau. Und Ethereum hat Smart Contracts. Das ist ja das, was es so geil macht. Hat aber Bitcoin auch. Ach so. Ja, du kannst auch Smart Contracts auf Bitcoin machen. Allerdings sind die nicht Turing-complete, also sprich nicht rekursiv. Und damit kannst du halt bestimmte Schweinereien nicht so machen. Okay. Programmierfehler sind da auch recht übersichtlich, würde ich mal so ausdrücken. Okay. Okay, das siehst du wieder was dazugelernt. Sehr gut. Danke. Aber die Möglichkeiten mit den Smart Contracts auf Bitcoin sind halt überschaubar, aber es hat halt auch Programmiermöglichkeiten. Ja, okay. Gehen wir nochmal, also hier haben wir wieder Markt, historische Daten, gibt es auch wieder Nachrichten, soziale Medien. Was sehen wir bei historischen Daten? Gehen wir da drauf. Historische Daten, da sehen wir, da sehe falls ich jemand seine Zusammenstellung fürs Finanzamt mal machen möchte. Ja. Da hier die historischen Preise. Allerdings, hier ist es noch täglich, wenn du weiter in die Vergangenheit zurückgehst, hast du dann halt nur Wochen- oder Monatspreise, glaube ich. Ach so. Also so habe ich das irgendwie in Erinnerung, als ich das mal gemacht habe. Letztes Jahr, hier kann man die Datums-Ding einstellen. Gucken wir mal ganz kurz von hier. Wie weit kannst du zurückgehen? Ja. Anscheinend naja, weit. Ich hatte auch mal alte Preisdaten versucht. Ja, lass mal da. Gucken wir jetzt da November, was haben wir da für Daten? Jetzt würde ich gerne den hier zurücknehmen, aber das macht er nicht. Ja, mach halt egal, mach halt alles. Und dann sortieren wir anders. Scroll mal nach Ende. Können wir auch nicht. Ich scroll mal ganz nach unten. Oh Gott, oh Gott. Also man sieht, das ist, funktioniert alles noch nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Ja. Aber wir sind hier beim November 2015. 75 Cent. Sind jetzt bei Mensch, Thor, da hättest du das Investment deines Lebens machen können. Ich hatte mich nicht so überzeugt und dann haben sie halt einen Fehler gemacht, den ich auch nicht so gut fand, mit dem Rollback. Und die mit der DAO.
oder? Richtig, ja. Und die richtige, echte Ethereum-Blockchain hat dann eine zwangsweise Namensumbenennung bekommen. Ja. Wissen auch die wenigsten, was es mit Ethereum Classic und Ethereum auf sich hat. Aber ich habe gehört, da ist was in Vorbereitung. Naja, da ist schon länger was in Vorbereitung, aber sehen tut man da auch schon länger nichts. Geht klar. Gehen wir wieder zurück zu CoinMarketCap. Lass uns nochmal einen Token angucken. Schauen wir uns doch einfach wieder den Uniswap-Token an. Zum Beispiel, ja. Also diesmal hier auf Platz 8, beim anderen war es auch Platz 8. Wir gucken mal zu CoinGecko nochmal. Auf Platz 8 auch. Ah, da sind sie sich einig. Immerhin. Auch hier das gute Feature, was wichtig ist, den echten Kontrakt, wie ich es schon bei CoinGecko gesagt habe, lasst euch nicht betrügen von irgendwelchen Scammern, die den Uni-Token klonen und den auch Uni nennen und euch den verkaufen wollen. Wenn ihr bei Uniswap tradet, kopiert euch entweder hier die Adresse raus oder geht auf Märkte. Jetzt zeigt sie natürlich wieder nur zentrale Börsen an. Hier geht auf Märkte und drückt auf diesen Knopf und es schickt euch zu Uniswap und geht direkt in das Trading, in das Token-Paar bzw. Asset-Paar Uni und Wrapped Ether. Hier auch nochmal eine schöne Seite. Guckt euch die auch mal an, Dex-Tools, wenn man wirklich nur auf Uniswap unterwegs ist. Genau. Sehr wichtig. Also hier, das ist wirklich, wirklich wichtig. Kann ich nur, lasst euch nicht verarschen von Token-Clones, die nicht die Token sind, die ihr wirklich kaufen wollt. Genau. Gut, also dann haben wir jetzt Token. Märkte und Börsen als nächsten Punkt. Haben wir natürlich auch hier wieder, das ist wie bei CoinGecko. Wir haben sozusagen Spot- und Derivate-Börsen und dezentrale Börsen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Bei DEX. Warte, jetzt habe ich bei Spot schon gedrückt. Ich gehe mal bei DEX rein. Haben wir wieder die MDEX. Mhm. Da denke ich bin die ganze Zeit unterwegs hier und weiß es trotzdem nicht. Aber schau mal hier, Uniswap ist auf Platz 1 und PancakeSwap war, wenn ich mich recht entsinne, vorhin auf Platz 2 nach der MDEX. BürgerSwap. Also Uniswap ist auf Platz 2, so rum. Uniswap ist auf Platz 2, genau. Ja, und die MDEX. Mal nach unten, ob wir da den Sergei finden. Ja, genau. Bamboo, ach, hier haben wir es. One-Inch Exchange. Ja, natürlich. Sehr gut. One-Inch ist ja auch von Binance gesponsert worden. Ja, sehr optimal. Und da sehen wir also das Volumen 11 Millionen, aber stark gefallen. Was ist denn hier los? 82% niedriger in den letzten 24 Stunden. Ja, das war natürlich. Da, oder, ach nee, ja. Das liegt ja daran, da gab es hier mal einen ordentlichen Anstieg. Was war denn da los? Da müssen wir mal einen Sergei fragen, ja. wenn er halt mit seinen Sachen fertig ist. Der muss jetzt noch ein paar Sachen regeln und. Kann ich verstehen. Sehr gut. Aha, haben wir also dezentrale Börsen. Auch hier haben wir nochmal Landing-Protokolle. Aber das, sieht so aus, als ob da irgendeine Nachricht rauskam und dann ein bisschen Überhitzung, Preis nach oben abgepfiffen. Ne? Das war nicht der Preis, das ist das Volumen gewesen. Ne? Das war nicht der Tokenpreis, der hier angezeigt wird. Das ist das Volumendiagramm. Volumen, also sprich, das Volumen auf der Börse, das Handelsvolumen, genau. Da muss dann halt eine ziemliche, geh mal an den Token rein. Von Inch, dann muss es ja da auch unter Umständen eine Preisanstieg gegeben haben. Nicht unbedingt. Es muss nicht sein, dass das Volumen der Börse den Token nach oben bringt. Ich gucke trotzdem mal nach. Ich gehe jetzt mal hier raus und suche oben mal direkt nach dem One-Inch-Token. Wir haben also, wenn ich One-Inch suche, sagt es mir, es gibt die Börsen, das Liquidity-Protokoll. Das ist, glaube ich, die One-Inch-Version 1. Wir nehmen richtig das oben, was aussieht. Nehmen wir aber den Token natürlich. Richtig, ja. 3,84 Euro. Gab es denn auch? Nee, siehst du? Also sprich, der hohe Anstieg im Handelsvolumen bei One-Inch korreliert jetzt nicht mit dem Preis, beziehungsweise der Preis korreliert jetzt nicht mit dem starken Volumen. Mhm. Wer weiß, was da los war. Das sieht schon wieder nach irgendeinem Attacke. Da muss irgendwas passiert sein. Mhm. Genau. Da hoffe ich, dass da alles gut geht, weil das sieht schon komisch aus. Das ist schon sehr unorganisch, was hier. Das sieht aus wie ein Hochhaus mitten auf dem Feld. Ja. Oder genau. Ein Turm, also, Leuchtturm. Leuchtturm genau. An der Küste. Naja. Interessant. Könnte man den Sergei mal fragen. Genau. Mhm. Sind wir also mit den Börsen und den Märkten sozusagen durch? Dann haben wir noch DeFi. DeFi.
Haben wir ja gar nicht. Tja, haben wir ja gar nicht. Die machen den Hype anscheinend nicht mit, oder den gab es woanders. Da müssen wir jetzt natürlich mal gucken. Nö, siehst du? Also eine DeFi oder DeFi-Liste. Und NFTs? Und NFT-Listen haben sie hier anscheinend auch nicht. Ich würde mal, nö, genau. Oder ich finde sie jetzt nur nicht. Also wenn ihr sie findet, könnt ihr uns gerne schreiben. Ja, oder wir warten, bis sie sie einführen und dann können wir sie auch zeigen. Genau. So, Tools? Tools würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz das Portfolio-Feature auch an, oder? Nee, Portfolio, achso, stimmt, Portfolios habe ich danach immer noch NFTs gehabt, richtig. Ja. Das Portfolio ganz kurz, auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, uns ein Portfolio zu erstellen. Allerdings die Nutzung ist gleich. Und hier habe ich mein Passwort wieder nicht für meinen Account. Also man braucht auch hier einen Account, um sein Portfolio zu tracken. Also und mit nachzuvollziehen. Account meinst du Konto? Hm? Man braucht wieder ein Konto, um bei CoinMarketCap sein Portfolio nachzuvollziehen. Der Unterschied ist allerdings zu CoinGecko und auch CryptoCompare, dass man hier nicht mehrere Portfolios erstellen kann. Zumindest habe ich die Möglichkeit nicht gefunden. Man kann auch Notizen hinzufügen, aber es gibt nur ein Hauptportfolio und nicht, wie du es empfiehlst, halt mehrere Portfolios zu erstellen. Ne? Ja. Das ist der einzige negative Punkt an der Sache. Ansonsten, auch hier kann man das Rad nicht neu erfinden. Auch hier hast du die Möglichkeit, das über Apple oder eine Google-App zu machen. Genau. Gut, und es ist natürlich kostenlos. Aber ganz ehrlich, ne, dadurch, wenn man das hier alles ordentlich einträgt, können diese Firmen, die dahinter stehen, auch Wallets nachvollziehen. Wenn man wirklich auf die Minute genau einen Kauf oder eine Bewegung im Portfolio angibt, die können ohne Probleme die Apps und die Nutzer auf Wallets verbinden sozusagen, also Verbindungen herstellen, wer was ist, wer was hat. Also ja, nicht nur die, auch die amerikanischen Drei-Buchstaben-Dienste. Und ich denke auch die europäischen Drei-Buchstaben-Dienste können das. Die kriegen ja dann die Daten ab und zu mal ja die Daten mit in Kopie zum Leben. Genau. Wenn sie brav sind. Genau. So, wir also haben, Produkte, ich würde als Produkt hier groß, das ist eine Neuerung im Gegensatz zu CoinGecko, den ICO-Kalender, also den ITO-Kalender sozusagen. Mhm. Hier sieht man abgelaufene, laufende Projekte, die ein ITO geben und auch noch bevorstehende Projekte. Das ist ganz witzig, wusste ich so auch nicht, aber ich beteilige mich an sowas immer nicht. Ich spiele ja hier so nur ein bisschen rum. Man kann hier beendete ICOs auch sehen, von welchen ich gehört habe. Hier Maps.me ist ja so eine... Kennst du, ne? Die haben einen eigenen Token rausgegeben. Wusstest du das? Nein. Die haben über die Börse FTX hier, Launchpad, gibt es nämlich seit neuestem nicht nur ICOs, also sondern es gibt auch IEOs. Erklären wir gerade ICO, IEO. Also das in der Börse, wir haben ja vorhin gesprochen, Coinbase macht ein IPO, ein Initial Public Offering, genau. Also sprich, die geben eine Aktie raus und machen ihre Aktie öffentlich. Wenn man den Coin rausgibt, macht man ein ICO bzw. ITO, also einen initialen Token Offering, also eine initiale Token Offerte, würde ich sagen. Man bietet den Leuten das zum Kauf an. Und jetzt, als es 2017 so Probleme gab, vor allen Dingen auch mit diesen ganzen Regulierungsbehörden, habe ich jetzt einen Shift bemerkt zu einem IEO, das ist das initiale Exchange, also Börsenoffering, und hier auch initiales IDO sozusagen, ein initiales dezentrales Börsenoffering, also die nur weil die BaFin oder irgendwelche anderen Regulierungsbehörden sagen, die ICOs müssen reguliert werden, die Leute lassen sich genug einfallen, um das weiterhin zu machen, ohne es ordentlich zu regulieren. Also, oder anders zu regulieren. Oder es anders zu regulieren. Weil man darf ja nicht vergessen, auch wenn der ein oder andere Zuhörer oder Zuseher das nicht glauben mag, eine Finanzaufsicht ist nicht dazu da, um deine Interessen zu vertreten. Die vertritt ganz andere Interessen. Ja. Aber nicht deine.
Wo ich allerdings mein Fähnchen in Wind halten muss für die BaFin jetzt hier, was die Token Offerings und was ja im Prinzip Finanzinstrumente sind, die in Deutschland rausgegeben werden, ist schon wichtig, dass die da ein Auge drauf haben, finde ich, Thor. Denn da tummeln sich auch sehr viele Betrüger, zumindest noch am Anfang, muss ich sagen. Das Auge drauf kannst du knicken, weil die ziemlich lange die Leute in Unsicherheit lassen. Okay. Das, was die Liechtensteiner gemacht haben, da haben wir ja auch den Professor Markus Büch bei uns auf der Liste, der da auch an diesem Gesetz mitgewirkt haben soll, also am Liechtensteiner Blockchain-Gesetz, das fand ich echt gut, weil das wirklich eine Regulierung ist auch eine rechtliche Grundlage, mit der man was anfangen kann. Es gibt Jimmy Song, das ist so einer der Bitcoin Fans, das ist ein Amerikaner, der sieht asiatisch aus, rennt aber immer mit einem Cowboy-Hut rum auf seinen Bildern, also sein Profil-Logos. So, und der hat halt mal prophezeit, dass NFTs, weil NFT keine Zukunft haben, also nicht fungible Token, weil das Problem ist, ich habe halt was Digitales und die Verbindung zur Realwelt kann ich nicht, sagen wir, rechtssicher oder prüfungssicher, prüfungsfest miteinander verknüpfen. Und deswegen werden die keine Zukunft haben. Und noch genau nicht. Also in dieses Problem löst das Liechtensteiner Blockchain-Gesetz. Optimal. So, und das ist ganz wichtig. Und da reden wir auch nochmal drüber, da gibt es halt mehrere Rollen und so weiter, wie die das abbilden. So, und deswegen ist sowas schon ganz gut. Und das hätte die BaFin auch machen können. Aber macht Ich denke, die kommen nicht hinterher. Weil am besten kannst du das Ding ausbremsen, wenn du die in Unsicherheit, also ja, das stimmt. Unklarheit im Markt lässt. Ja. So, ja, und ich kenne die Leute von der BaFin, also was heißt kennen? Ich bin denen ab und zu über den Weg gelaufen bei verschiedenen Konferenzen. Das war vor 3 Jahren schon. Da hätten die auch schon ein bisschen was auf den Weg bringen können. Haben sie aber nicht. Also die haben ein Merkblatt rausgegeben in 2017. Ja, die haben auch rausgeben möchte. Die haben auch eine tolle Umfrage gemacht, habe ich mich auch mit dran beteiligt. Kannst du immer noch im Internet angucken. Okay. Aber. Okay. Danke, es gibt auf jeden Fall aber Regelungen, wie man ein ICO in Deutschland startet und wie man das machen kann. Ja, aber ich meine, sowas kann man klarer und auch nur wirklich nützlicher für alle machen, wenn man das Aber wie du das schon sagst, in Liechtenstein ist es ein Gesetz und das ist sozusagen nicht die Aufgabe der BaFin, ein Gesetz zu erstellen, damit die Regulierung ordentlich ist. Es ist die Aufgabe der Bundesregierung, da mal sich zu bewegen, etwas in die Richtung zu machen. Aber da ist der Herr Bücher auch mit dabei. Der berät ja da auch in die Richtung. Hm. Bücher, genau. Ja gut, aber die BaFin kann natürlich da auch mithelfen, so ein Ding, so einen Vorschlag mit auf den Weg zu bringen. Ja. Also weil sie da ja auch, sagen wir, unterstellte Kompetenz hat, will man so ausdrücken. Ja. Gut. Da sind wir schon wieder ganz schön abgeschwiffen jetzt hier. Ja. Also wir waren beim ICO-Kalender. ICO-Kalender, ja, in dem Fall, gut. Und Produkte, was haben wir da Schönes? Produkte, da haben wir den Umrechner sozusagen. Aber das ist ja auf der Seite selber. Also es ist, denke ich, nur die Spielerei hier. Wir haben eine mobile App. Das haben wir ja schon gesagt. CoinMarketCap hat eine mobile App. Wir haben hier verschiedene Blockchain-Explorer. Anscheinend hat CoinMarketCap auch seinen eigenen Blockchain-Explorer. Ja, genau. Hier kann man auswählen. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und die Binance Chain. Kann man sozusagen auf diesen 4 Netzwerken in die Adressen und in die Blöcke und in die Transaktionen gucken. Hm. Ja, genau. Gehen wir wieder zurück. Zinsen. Mhm. Ich denke, das ist ein Vergleich über Lending-Plattformen, genau, sozusagen. Wie man mit seiner Währung, die man hat, Borrowing, also verborgen und Ausleihen von Geld betreiben kann. Über Borrowing und Lending haben wir gesprochen in DeFi 301. Hier haben wir endlich mal eine Liste hier. Können wir sozusagen sehen, wenn ich Ethereum habe, kann ich zu BitTrue gehen. Das ist eine Börse. Die ist natürlich nicht decentralized. Hier großes rotes X drin. Und kriege einen Zinssatz von 11% auf mein Ethereum bei BitTrue. Pro Stunde?
Ich sage mal, das ist eine APR ist, also eine Annualized, ein jährlicher Zins ist das. Und der wahrscheinlich nicht fix ist, sondern fließend. Bei den zentralen Börsen sind die fix. In dem Moment, wo du es reinlegst, ist das bei den zentralen zumindest fix. Bei sowas wie AIF oder so oder ARF, hier steht es mit 0%. Ich gehe nur davon aus, dass sie die richtigen Zahlen noch nicht haben. Auch bei ARF hat man die Möglichkeit, fixed und auch flexible Zinsen zu bekommen. Aber diese Fixed-Zinsprotokolle, die sind am Kommen und ist für Investoren, die dann wissen, ich lege X Geld in das Protokoll und ich möchte nach dem Jahr dann bitte auch diesen Prozentsatz bekommen, ohne dass der je nach Angebot und Nachfrage halt sich ändert. Das ist so der Unterschied. Du legst Geld ins Protokoll, ich lege Geld in die Schachtel. Deins wird, wenn es Bitcoin ist, auch mehr. Ja, wenn die Bitcoin. Wo existieren die Bitcoin, Mario? Die Bitcoin, die existieren doch nur auf der Bitcoin-Blockchain. Richtig, sehr gut. Nicht in der Schachtel. Na, genau. Denn die Schachtel, was du da drin gelegt hast, ist ja nur der Schlüssel für deine Art Bitcoin. Oder die Banklizenz, ja. Oder so. Genau. Wenn ich die 24 Wörter da drin reinpacke, ja. Genau. Gebt ja nicht diese 24 Worte auf irgendwelchen Seiten ein, die euch entweder vorher noch nie danach gefragt haben oder gab es jetzt vorgestern wieder einen großen DNS-Hijack. Also da wurden große Protokolle, Währungsprotokolle. DNS sind sozusagen ist ein Server, der sagt, wenn ich Google eingebe, sagt er, wohin die Reise geht sozusagen im Browser. Und da wurde sozusagen von den großen Protokollen an dem Server angegriffen und da wurden die Leute umgeleitet auf andere Seiten von den Betrügern und dort wurden die dann plötzlich nach den 12 Worten gefragt. Und da haben viele Anfänger sind darauf reingefallen, haben ihre Worte dort eingegeben. Im Hintergrund saßen natürlich die Hacker und haben die Börsen, haben die Wallets leergeräumt. Also, wie gesagt, die Betrüger sind überall. Und auch eine Jobbörse haben sie, aber da gucken wir jetzt nicht rein. Gut. Und auch APIs haben sie auch für Programmierer. Mhm. Was aber allerdings dann haben wir jetzt noch News, Reports, also Berichte. Ich würde sagen, hier Newsletter haben sie auch. Auch hier wieder, meldet euch an, wenn ihr wollt. Und lasst euch eine E-Mail schicken. Täglich. Ich habe den Newsletter täglich. Auch. Hm? Optimal. Bringt ja gut was? Ja, ich überfliege den kurz. Es sind so einige wichtige Berichte, ein paar Schlagzeilen sind drin und ich habe den jetzt noch nicht lange. Okay. Aber wenn wir den auch von CoinGecko mal zulegen, weil wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dass ich mal 5 Minuten gucke, was denn da so Wichtiges in den letzten paar Tagen passiert ist. Genau, unter Hinterwörterbuch steht wieder das Glossar, wenn jemand nicht mit einzelnen Begriffen nicht klarkommt. Hier haben wir noch einen Ereigniskalender, das ist anscheinend auch noch ganz witzig. Aha, also es ist ein Terminkalender für Dinge, die passieren. Mhm. Die Expo, naja, mal gucken, 17. März, also heute und morgen ist in die Blockchain Expo in London. Ja, die Blockchain-Expo gibt es aber auch in Berlin, war ich auch mal vor ein paar Jahren und das ist auch von dem Londoner Unternehmen, die dann mal die Messe auch in Berlin stattfinden lassen hatten, aber durch die C-Krise ist ja jetzt einiges ein bisschen anders. Ich würde dann noch ganz kurz Alexandria zeigen. Alexandria ist was CoinMarketCap dann wieder besser macht als CoinGecko. Das ist, würde ich sagen, ist eine Lernplattform. Mhm. Wer über Krypto was wissen möchte, hier natürlich alles wieder auf Englisch, aber das von dir angesprochene Browser-Plugin zur Übersetzung wird auch hier funktionieren. Lernt mehr über Kryptowährung. Können wir hier sozusagen die Basics, dann gibt es Deep Dives, also da geht es ein bisschen tiefer rein, da kann man ein bisschen mehr erfahren. Es gibt, wie mache ich das, Guides, es gibt wieder Glossare und es gibt auch Blogs. Und hier schauen wir mal, was die neuesten Posts, hier würde ich sagen, das würde ich mit dem CoinGecko, ich weiß jetzt nicht, wie sie ihr Projekt, es genannt haben, Bus, mit dem Bus genau, das genau, CoinGecko Bus vergleichen. Ah, hier haben wir nochmal einen Bericht, ja. Also den Visa-Bericht ist wahrscheinlich ein Bericht über die Nachricht.
Hier nochmal Hot Wallets versus Cold Wallets, also Hot Wallets im Gegensatz zu Cold Wallets, was ist der Unterschied? Auch sehr witzig. Wie macht man, wie kreiert man eine Bitcoin-Adresse? Also sprich, das ist auch, ich würde sagen, wieder so eine Art Block. Wobei das natürlich Grundwissen ist, Hot und Cold Wallet, und im Bitcoin-Testament habe ich da natürlich noch ein bisschen weiter unterschieden, auch noch Warm Wallet. Und hier sehen wir, Elon Musk hat ein NFT. Ja, Elon Musk, was ich vorhin angesprochen habe, will ihn anscheinend doch nicht verkaufen. Mhm. Wusste ich auch nicht. Interessant. Naja. Will die 1 Million Dollar, die ihm geboten wurden, anscheinend. Ist ihm wahrscheinlich zu wenig, wenn man jetzt auch. Wahrscheinlich. Genau. Genau. Und da gehen wir wieder zu CoinMarketCap zurück. In meinen Augen. Sind wir durch, oder? Sind wir auch wieder hier durch. Dann springen wir noch schnell zu CryptoCompare. Guck mal noch ganz schnell zu CryptoCompare. Um das mal kurz abzuhandeln, da ist ja nicht allzu viel. Also ich nutze CryptoCompare ab und zu mal ein bisschen zur Token- oder zur Münzrecherche. Und was ein wichtigerer Anwendungsfall ist, die Portfolioverwaltung bei CryptoCompare nutze ich. Ah ja, okay, da gucke ich mal ganz kurz. Oben rechts hast du Portfolio und man kann hier mehrere Portfolios anwenden. Und musste ich auch wieder registrieren. Ah, muss man auch wieder. Ja, muss ja dir zugeordnet werden. Kannst du jetzt na klar. Wie bei einer Wegwerf-E-Mail-Adresse da einfach das Ding nutzen. So, gehen wir auf News. Was haben wir da? Ich habe da nämlich auch länger jetzt nicht mal drauf geguckt. Also sehen wir auch hier einen Nachrichten-Ticker. Das ist ein Nachrichten-Aggregator-Ticker. Sozusagen. Richtig, ja, und das kann man noch ein bisschen selektieren da oben, Newsfeed. Ja, genau. Include, kann man also einbinden, ohne binden. Aha. Genau, verschiedene Token, die man dann sozusagen, über die man News bekommen möchte, beziehungsweise Token, die man auf keinen Fall News bekommen möchte. Hier zum Beispiel, ich möchte keine News über Bitcoin Cash haben und Ripple interessiert mich auch überhaupt nicht. Ach, guck mal, bei Monero, wenn wir jetzt nur Include machen. Monero gesehen. Also, da wären wir nicht fertig, wenn man es nur Monero angeben. Ja, egal. So, und was haben wir bei Research? Wir haben Research, das habe ich gerade auch geguckt. Auch hier haben wir einen Exchange-Überblick. So, das sind im Prinzip die Reports wie bei CoinGecko, nur nochmal über Börsen sozusagen und Benchmarking-Reports, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Also hier nur über Börsen. Hard Fork Policy 2019 klingt auch interessant. Also, das habe ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung. Hier gab es einige interessante Reports. Ja, genau. Taxonomie, also quasi Steuer. Digital Asset Management, also digitale Vermögensverwaltung. Ja. Und digitaler Asset Index. Ist auch interessant. Also, wenn man da sich ein bisschen mehr für Statistiken und ähnliche Sachen interessiert, klingt das auch interessant. Aber geh mal in den Exchange Review rein. Go to Report, ja. Ach, schau, hier wollen Sie gleich erstmal wieder eine Adresse. Sie wollen erstmal Daten haben wieder. Ja, gut, wir leben im Informationszeitalter. Ja. Daten sind. Sind das Gold? Ja. Oder wie es die Kanzlerin gesagt hat, das Öl. Die fließen ja auch wie Öl. Ja, genau. Du kannst sie nicht festhalten, die fließen dir durch die Finger. Genau. Genau. Gucken wir nochmal auch hier, es gibt Webinare. Auch hier wieder, also jede Seite bietet Wissen an. Man wird einfach nicht fertig mit den News. Und hier ist der Herr Zermak. Aber ich denke mal, mit diesen drei Tokenlistungsplattformen haben wir drei unterschiedliche Quellen, um Sachen eigentlich auch ganz gut beleuchtet bekommen. Ja. Als immer bei Data. Kann man ja als Grundlage hernehmen, um seine eigene Meinung zu bilden und auch um zu recherchieren über verschiedene Projekte. Hier gibt es noch ganz kurz bei Research, gibt es auch Guides natürlich. Guides zu den verschiedenen Coins. How to accelerate your, also wie macht man seine Bitcoin-Transaktion schneller? Ah. Ich wüsste es, wie es bei Ethereum geht, ich weiß nicht, wie es bei Bitcoin geht. Ja, geh mal rauf, was steht da? Das
Kann man schon getätigte Transaktionen in Bitcoin auch noch nachträglich sozusagen, also ich kenne das aus Ethereum, dass man die dann sozusagen nochmal neu losschickt mit höheren Gaskosten? Also theoretisch kannst du die Transaktionsgebühren erhöhen. Praktisch, du brauchst halt eine Wallet, die es unterstützt. So, und die Wallet, die ich verwende, die CoinOmi, die unterstützt es nicht. Und ich möchte aber wetten, mit Electrum kann man es machen. Electrum ist halt so die eierlegende Wollmilchsau als Wallet. Aber die ist halt ja nicht so bedienerfreundlich wie bestimmte andere. Genau. Hier gibt es noch Guides. Wie kann man, auch hier haben sie, die haben natürlich eine API wieder für Entwickler, ganz wichtig. Gehen nochmal zu Data. Haben sie auch wieder historische und Echtzeitdaten. Und ich gehe mal davon aus, dass die sich das aber auch wieder bezahlen lassen. Genau. Kontaktiert uns. Also Daten sind Geld. Ganz klar. Ganz klar. Genau. Ja gut, Damit. man kann sich ja eine separate E-Mail-Adresse anmelden und registrieren. Und wenn man die nicht im NATO-Raum haben will, also was ich, Deutschland, Europa, USA, dann empfehle ich halt, macht's halt bei Yandex. Die haben eine englische Oberfläche für die nicht russisch, der russischen Sprache mächtig sind. Und Yandex ist ähnlich, ist das Google in Russland. Und was man auch nicht vergessen darf, Yandex hat Dienste, manche Dienste vor Google erfunden und gemacht und Google hat die abgeguckt und nachgemacht. Also Google News zum Beispiel war Yandex eher dran, bei Google Maps ähnlich war Yandex, glaube ich, 1,5 Jahre eher dran. Und das, was du vorhin gesagt hattest mit dem DNS, das ist halt so ein Übersetzungsdienst im Internet, der aus einer sprechenden Webadresse eine IP-Adresse macht. So, und wenn ich den halt kapere, ja, kann ich halt anfragen, wohin umlenken. Und wenn ich jetzt aber mit einem russischen E-Mail-Dienst arbeite, sag mal, habe ich halt nur, geht der Datenverkehr hoffentlich nicht über amerikanische Server. Und sag mal, Daten werden halt auch nicht in den USA irgendwo gehostet, wo dann die drei Buchstabendienste beim Spiegel der Rechenzentren auch mit zuhören. Ist nämlich mal bei Google passiert. Das, ich glaube, von der NASA mit einem A sind halt, ist das Spiegeln der russischen Rechenzentren, also nicht der russischen, Entschuldigung, der Google-Rechenzentren abgehört worden. So, und da kriegst du natürlich auch ganz nette. Naja, der BND saß ja auch in Frankfurt am Internetknoten mit drinne. Von Der daher. leitet es aus und eine Kopie kriegt der amerikanische Drei-Buchstaben-Dienst, der mit C anfängt. Ja, genau. Aber würde ich sagen, sind wir sozusagen Immer jetzt durch, ja. mit den drei größten durch. Es gibt natürlich noch viele andere, aber man muss sich am Ende, man muss sich am Ende, man sollte sich für eine entscheiden und das ist dann halt, was seinen Geschmack am besten trifft, benutzt man dann halt auch weiter. Und Ja, bei dir liest es jetzt eindeutig bei CoinGecko. genau, meine Vorliebe, also meine Liebe ist bei CoinGecko, genau. Und da hast du mich jetzt auch ein bisschen angesteckt. Das freut mich, das freut mich. Gut, dann danke ich dir, Mario. Ich danke Gerne. euch auch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schickt die uns. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch interessante Interviewpartner, Partner, schickt die uns auch. Genau, ich freue mich über jede Frage, die ich beantworten kann. Und du freust dich aber auch über Fragen, die du nicht beantworten kannst, wo du noch recherchieren musst. Muss man auch dazu sagen. Auch das natürlich. Also, ich wünsche euch was. Bis Tschüss. dann.